In einer Zeit, wo Krisen und negative Schlagzeilen die Medien dominieren, ist es wichtig, eine Bank an der Seite zu haben, die Mut macht. Eine der größten Regionalbanken Österreichs hielt unter dem Raiffeisen-Motto „Wir macht's möglich" die ordentliche Generalversammlung ab. Viele Freunde, Mitarbeiter und Funktionäre trafen sich dazu in Wieselburg. Funktionäre und Funktionärinnen sind die Basis der genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. Ja, ich glaube, ich habe das heute versucht, in meinen Worten ein bisschen auszuführen. Wir stehen für Regionalität, ja. Wir stehen auch für Mut, in der Region etwas zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und wir stehen natürlich auch für Kundennähe. Das heißt, wir sind diejenigen, die in der Region noch vor Ort sind, die persönliche Nähe leben. Und das ist eigentlich unser USP. Das heißt, wir sind dort, wo unsere Kunden sind, nicht nur in den Bankstellen, sondern auch digital. Und das sind eigentlich die wesentlichen Werte von Raiffeisen. Regional verwurzelt, bodenständig, nachhaltig und nach vorne orientiert. Das heißt, nur vorne ist die Zukunft und nicht zurück. Bei der Generalversammlung wurden auch Neuwahlen durchgeführt. Unter anderem wurde Leopold Gruber-Doberer als Obmann bei einer geheimen Wahl bestätigt. Warum wurde diese im Gegensatz zu anderen Wahlen so geheim durchgeführt? Dass jene Menschen, die was mir kritisch gegenüberstehen, in der Wahlurne die Chance haben, Nein zu mir zu sagen. Und damit ist das Wahlergebnis für mich, hat ein ganz anderes Gewicht, eine ganz andere Bedeutung. Weil ich weiß, 95% all derer, die die Chance gehabt hätten, Nein zu sagen, haben Ja gesagt. Dann bin ich mit Kraft unterwegs, dann hast du auch die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Weil sie hätten ja anders wählen können. Und die Chance muss man ja geben. Das ist Demokratie für mich. Die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel konnte trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein solides Wachstum verzeichnen. Ergebnismäßig ist das auf alle Fälle eine grüne Ampel. Man hat aber natürlich Begleiterscheinungen und bei jeder grünen Ampel irgendwann fängt es mal ein bisschen zu blinken an und dann springt es vielleicht einmal auf Orange um. Das ist genau das Thema mit den Risikokosten. Die Risikokosten kommen natürlich irgendwann wieder. Jetzt haben wir 10 Jahre eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Aber wichtig ist es natürlich auch, dass man bereit ist, wenn die grüne Ampel zum Blinken anfängt oder vielleicht einmal orange wird, dass man letztendlich auch vorgebaut hat für diese Situation. Besonders hervorgehoben wurde, dass die Gewinner stets wieder in der Region investiert werden. Also erstens einmal natürlich im Investitionsbereich, sowohl bei den Privaten als natürlich auch bei den Firmen oder im Immobilienbereich, bei den Gemeinden, bei den Kommunen, wo wir die Finanzierungen anbieten und auch Gott sei Dank vielfach auch den Zuschlag bekommen. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Die Rettung, die Feuerwehr, die Sportvereine, das ist einfach alles so wichtig für unsere Gesellschaft. Und für das nehmen wir ganz gerne oder sehr gerne auch Geld in die Hand, um das entsprechend auch zu fördern. Die Versammlung diente nicht nur der Rückschau auf das vergangene Geschäftsjahr, sondern auch dem Vernetzen und Austauschen. Na, ich glaube, man muss auch das, was man macht, nach außen transportieren. Und wir sind mit unserer Größe doch auch ein wesentlicher Treiber in der Region. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unsere Ergebnisse gut präsentieren. Wir sind auch stolz drauf, wir sind stabil aufgestellt. Und das wollen wir natürlich auch unseren Eigentümern vermitteln. Und deshalb wählen wir auch so einen entsprechenden Rahmen, um das auch zu tun. Zwischen Spitzensport und der erfolgreichen Führung einer Regionalbank gibt es die eine oder andere Gemeinsamkeit. Am Ende gibt es, glaube ich, viele Parallelen. Ich glaube, es geht überall um Anpassung, um mutige Entscheidungen, um diese Veränderungen sozusagen ein bisschen zu antizipieren. Das muss man im Sport, das muss man natürlich auch in der Wirtschaft, in der Bank, das muss man überall. Und am Ende ist das auch ganz deutlich herausgekommen heute. Mit ihrem festen Wertefundament und dem Engagement für die Region zeigt die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, dass sie mehr als nur eine Bank ist. Sie ist ein verlässlicher Partner. Wir machen es möglich, weil wir eine extrem starke Gemeinschaft sind bei Raiffeisen. Angefangen von unseren Kunden bis hin zu den Regionalräten, Funktionären, bis hin eigentlich in die Mitarbeiterschaft. Wir machen es möglich, weil wir der Region verbunden sind, den Menschen verpflichtet sind und die Zukunft gestalten wollen. Wir machen es möglich, weil Raiffeisen für das steht, was wir täglich leben. Von der Keynote von Benjamin Reich bis hin zum Mutmachen und Wahlen.
Die Botschaft lautet klar und deutlich: Wir macht's möglich.